Altes Tor, Eingangstor wird restauriert. Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Der Knochenleim hat die Temperatur, den Leim. Ich glaube, ich leere regelrecht hinein mit diesem Löffel, oder? Wie ich das zerlegt habe, habe ich gesehen, es hat ausgesehen, wie wenn Sie den Leim hier einfach hineingegossen hätten und dann einen Keil nachgetrieben hätten. Dann halten wir uns originalgetreu daran. Viel Spaß, drückt gefällt mir, abonniert den Kanal. Keine Ahnung, warum ich das sage. Jetzt müssen wir das Türblatt umdrehen, jetzt stehen wir hier auf diesen Zwingen halt an. Und weiter geht's. Jetzt ist es auch gut, wenn der Zapfen ein wenig hier Luft hat, dann kann man das hier. Warte, das wäre allein rein jetzt so schön. Hier ist der Zapfen ein wenig zurück, hier kann man den Leim richtig hineingießen und das rinnt dann eigentlich in die Lufträume hinein, also in das Hohle. Das ist sicher super, oder? Ja, es füllt sich komplett aus. Nehme ich mal an. Ja. Jetzt nehme ich wieder ein. Was ist? Ja, läuft es links und rechts weg. Andere Seite. Puhhaftreater, das rinnt aus irgendwo. Aha, ja, da ist irgendwo ein Loch. Naja, das rinnt das durch. Rinnt durch. Okay. Aber dann hält die ganze Tür ordentlich. Mhm. Oder? Ja. Boah, das rinnt hier. Also, das rinnt beim anderen. Ach so, beim anderen Zapf ist es noch nicht ausgehärtet. Das sollten wir ein wenig umlegen, Erich, und liegen lassen. Ja, schon, aber das rinnt unten alles aber wieder raus. Ach so. Ja. Warte, ich halte das gerade. Vielleicht, dass wir ein bisschen einen besseren Löffel, so einen spitzeren oder sowas. Hm? Ja. Der Zebralöffel da, das ist ein bisschen Giraffenlöffel. Soll ich so hingießen? Nein, das rennt wieder durch. Etwa. Wie immer. Ah, oh, es rennt schon raus. Nein, okay, nichts mehr. Passt. Oh Gott. Kannst schauen. Keil hinein. Warte mal. Nächster. Ui, Entschuldigung. Puh. Warte, ich hole kein Fetzen. Mirage. Naja, wir machen das halt vielleicht ein wenig zu extrem auch, oder? Auch das erste Mal so eine Verkeilung. Verkeilung schon oft gemacht. Ja, schon, aber. Aber jetzt mit Knochenleim und ohne das. Bei dieser Türe geht es auch gar nicht anders. Wir hätten das nie vorher leimen können. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, oder? Das wäre gar nicht möglich. Haben wir Keile, da muss man was. Genug. Da noch ein bisschen. Vielleicht ist der Leim auch zu dünn angemacht, ein wenig. Ha? Das soll was sein. Nein, ich weiß es nicht. Passt, oder? Mhm. Bohren wir gleich quasi die Löcher, die Holznägel hinein. So, ich klebe in den Händen, du auch? Ja, kann man genauso waschen. Zum Glück ist das alles voll Bio. Hier kommt ein wenig heraus. Jetzt muss ich wieder Leim warm machen. Die Löcher müssen immer so, wie sie dort schon richtig sind, Erich. So, wenn man da so schaut, die alten Nägel. Ja, was oben ist so. Immer von innen nach außen quasi. Ja, ich spiegel das einfach. Ja. Genau. Kannst durchbohren oder wie tust du? Oder bohrst du jetzt mit einem kleineren den Rest? Damit wir, weil die Dübel ja irgendwie zusammengehen gespitzt. Das passt nicht. Okay, passt. Dann probieren wir. Einmal so und einen so. Na? Bis der das biegt. So. Soll ich da auch was drauf rein lassen? Das rennt nicht durch. Ja. So, wir haben den Holznagel geleimt auch. Der ist relativ leicht. Wie schaut das unten aus? Steht vor. Ja.
Okay, probieren wir den nächsten jetzt, ich würde sagen, mit einem 1 mm kleineren Loch und dann den Rest nur so. Irgendwie klebt alles, ehrlich, oder? Ja, dein Achterbohrer. Soll ich einen anderen holen? Nein, das nehmen wir 7,5. Achso, mit was war das große Loch? 8,5. Achso, groß war der. Ja. Okay, ich hätte jetzt gesagt, unten noch kleiner. Probieren wir. 7,5. Okay, probier. Was ist, wenn wir 6,5 bricht das dann aus, glaubst du, oder? Das haben wir schon vorher. Okay, ja. Na, aber wenn es nur der Rest ist, glaube ich. Dann probieren wir mal. Okay, der geht gleich so hinein. Der ist na ja, ziemlich locker. Naja, aber der. Was ist, wenn du jetzt oben größer vorbaust, den letzten 5 mm? Bringt nichts. Warte, wir können uns jetzt bei der Originaltüre anschauen. Schau, wie es oben am unterm unteren Fries war. Original, siehst du das? Der obere ist näher und der andere ist weg. Das rennt alles durch. Ich glaube, so extrem hat noch nie jemand das verlangt, oder? Keine Ahnung. Ich klebe am Boden fest. Erich, soll ich ein neues Wasser holen? Ja. Weil das alles schon so klebt. Jetzt habe ich die Türen ausgespannt, der Erich ist wieder weg. Jetzt können wir wieder in Ruhe weiterarbeiten. Der Erich macht schon ein wenig Druck immer. Was ihr gesehen, also ich weiß überhaupt nichts. Ich bin auch schon sehr müde. Ich schlafe in letzter Zeit sehr wenig, weil ich so viel Arbeit habe. Ja, da ich muss zum Beispiel Wiese schneiden, Blumen gehören gegossen, es regnet nicht mehr. Ich habe immer Probleme mit der ganzen Bewässerung. Ich muss alles bewässern. Ich habe ca. 30 Quadratmeter, die bewässert gehören. Dass die Türe gerade bleibt, wenn wir mit den Zwingen so Druck geben, also hier ist die Kamera, dass die, wenn wir das hier nicht geben und wir geben mit diesen Zwingen Druck, dann würde sich ja. Und dann zeige ich euch, und dann habe ich es euch doch gezeigt. Und zweitens würde die Tür sagt man bei uns sagt man zu einer Tür Tier. Wir überspringen das jetzt, es geht zum nächsten. Was das nächste ist, das werden wir gleich sehen. Ich weiß es nicht. Wer das entscheidet, das liegt nicht in meiner Macht. Auf jeden Fall sage ich auf Wiederschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, danke. Gefällt mir drücken und das Ganze. Ja, das ist für die Menade gar nicht schneidbar, das Video. Es sind so viele Elemente.